Es ist bereits der Abend des vierten Tages, als die Rettungshelfer ein kleines Kind aus den Trümmern rausholen. Im selben Moment gibt eine Rettungshelferin dem Kind Wasser und sagt, dass es gleich auch was zum Essen bekommt. Das Kind erwidert und sagt, dass es keinen Hunger hat, denn unter den Trümmern soll immer wieder eine Frau erschienen sein und ihm was zum Essen gegeben haben. Als die Rettungshelfer kamen, soll die geheimnisvolle Frau aus den Trümmern verschwunden und auch nicht mehr gekommen sein. Immer wieder gibt es Videos, in denen kleine Kinder, die aus den Trümmern gerettet werden, ähnliche Phänomene berichten. Mal ist es eine Frau, die was zum Essen gebracht haben soll, mal ein Mann, der die Blutungen gestoppt oder andere Komplikationen verhindert haben soll. Ob diese Phänomene wirklich wahr und geschehen sind, oder ob die Kinder durch die Trauma sich das eingebildet haben, weiß allein nur der allmächtige Gott. Unheimlich ist aber dennoch, dass die Rettungshelfer feststellten, dass der Blutzuckerspiegel und andere Faktoren darauf hindeuteten, dass das Kind tatsächlich reichlich was zum Essen bekam. Auch in einigen anderen Fällen, in denen es normalerweise hätte zu starken Blutungen oder anderen Komplikationen kommen sollen, sind den Berichten zufolge die Rettungshelfer überrascht gewesen. Demnach soll es Fälle gegeben haben, in denen man sehen konnte, dass einige Komplikationen offensichtlich verhindert wurden. Wie als ob unter den Trümmern ein Arzt war und die Kinder versorgte.